Moin Leute, und heute zeige ich euch einen GIF-Cast to Friends Glitch. Jawohl! Dieser GIF-Cast to Friends funktioniert auf der Xbox One und PS4. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einen Freund, der euch aktiv bei diesem Glitch unterstützt und natürlich auch das Auto gibt, was ihr später haben wollt. Ihr braucht einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nehmt freies Ziel. Ihr könnt euren Zielmodus im Story-Modus oder im Editor ändern. Ihr braucht wiederum auch einen MOC und im MOC braucht ihr natürlich im Anhänger einen Autostellplatz, wie ihr hier gerade seht. Und auf diesem Autostellplatz steht ein Auto, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Das bedeutet, dieses Auto wird nach diesem Glitch nicht mal eures sein. Sprich, ihr stellt euch am besten einen LG hin, der ist sowieso für 0 Dollar zu haben, oder irgendein Straßenfahrzeug, aber der Platz muss belegt sein, das ist ganz, ganz wichtig. Aber bevor wir anfangen, würde ich euch jetzt schon mal bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln für diesen oberkrassen Glitch. Und dann starten wir auch schon mit dem Glitch. Ihr seid in einer Einladungssitzung, das ist ganz wichtig, dass es eine Einladungssitzung ist und euer Freund ist auch mit in der Sitzung. Ihr seht auch schon im Hintergrund, da steht das Auto, was wir uns duplizieren wollen, beziehungsweise was ich mir von meinem Freund abkopieren möchte. Und keine Sorge Leute, euer Freund verliert das Auto nicht. Der Glitch funktioniert so, ihr kopiert das Auto und die Kopie erhaltet ihr. Hier eine kleine Nebeninfo, wenn ihr diesen GIF-Cast to Friends als Money-Glitch ausnutzen möchtet, dann sollte euer Freund euch am besten eines dieser zwei Fahrzeuge geben, wie ihr auch hier gerade seht. Nämlich den LG Retro Custom oder den Easy aus der Arena-Werkstatt. Denn die bringt beim Verkaufen absolut viel Geld. Es bringt nichts, wenn ihr euch einen Supersportwagen rüberzieht und den verkaufen wollt. Nein, es bringt tatsächlich nur, wenn ihr diese beiden Fahrzeuge zum Rüberziehen benutzt und dann könnt ihr die nämlich für unverschämt viel Geld verkaufen. So als kleiner Tipp nebenbei, aber ich möchte hier ein gemoddetes Auto haben, deswegen machen wir direkt weiter. Ihr seht auch schon im Hintergrund, dass der MOC schon da steht. Wenn alles soweit vorbereitet ist, geht ihr zum Eingang vom Casino. Steht ihr vom Eingang vom Casino, kommt jetzt der Part von eurem Freund. Dieser Part ist ein bisschen tricky, ist auch ein bisschen Timing, deswegen schaut euch diesen Part wirklich genau an und versucht nachzumachen. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt es in die Kommentare und ich helfe euch gerne. So, euer Freund steht jetzt davor und bereitet sich vor. Er sucht jetzt jemanden in seiner Freundesliste raus, der GTA spielt, aber einen anderen Zielmodus habt. Indem ihr die PlayStation-Taste drückt und dann einfach einen anderen Online-Spieler sucht und dann ihm beitritt. Dann werdet ihr die Meldung haben, ob ihr sicher seid, dass ihr den Spieler beitreten wollt. Jetzt drückt ihr nochmal die PlayStation-Taste, am besten doppelte PlayStation-Taste und geht nochmal auf die Meldung drauf und tritt nochmal bei. Und jetzt könnt ihr sehen, ob er einen anderen Zielmodus hat, denn jetzt ändert sich die Meldung. Jetzt steht da nämlich, dass ihr einen anderen Zielmodus habt, möchtet ihr den Zielmodus wechseln. Da müsst ihr jetzt einfach auf Nein klicken. Jetzt wisst ihr, dass ihr diese Person für diesen Glitch verwenden könnt, da er einen anderen Zielmodus besitzt. Gut, jetzt kommt der tricky Teil. Ich erschieße jetzt meinen Freund. Während er in der Respawn-Phase ist, muss er schnell jemanden beitreten, so gesehen, der einen anderen Zielmodus hat. Sprich, er akzeptiert die erste Meldung, dass er beitreten möchte und bricht, ganz wichtig, er bricht die zweite Meldung, dass er den Zielmodus ändern möchte, ab. Also sprich, er bricht generell das Beitreten ab. Und dann, wenn er das gemacht hat, geht er ins Casino rein und spammt X, dass er auch wirklich reingeht danach. Wenn alles funktioniert habt, seht ihr auch bei mir schon, er ist eigentlich tot, steht wieder auf, verschwindet, ist wieder da. Und für euren Freund ist total buggy. Die Minimap ist auf jeden Fall nicht mehr funktionsfähig. Auf der Minimap wird nur kurz irgendwas angezeigt, danach wird nichts mehr angezeigt. Euer Freund ist für euch auf der Minimap auch nicht mehr sichtbar. Aber ihr seht ihn als Person rumlaufen. Wenn ihr das geschafft habt, optimal, dann habt ihr den schweren Part eigentlich schon hinter euch. So als kleine Nebeninfo, wenn ihr den Glitch irgendwo an einer Stelle nicht schafft und irgendwie kaputt macht, ist das nicht schlimm. Ab dieser Stelle könnt ihr den Glitch nochmal neu versuchen, sprich, ihr müsst diesen ersten Part nur einmal schaffen. Aber was wiederum auch ganz wichtig ist, bleibt auf dem Gelände. Wenn ihr euch zu weit vom Casino entfernt, geht der Modus weg und ihr müsst leider den Glitch komplett von vorne wiederholen. Gut, als nächstes bestellt ihr das Fahrzeug, was in eurem MOC steht, was ihr für diesen Glitch verwenden wolltet. Das Fahrzeug, was später verschwindet. Und holt euren Freund ab. Euer Freund steigt ein. Ihr fahrt zum euren MOC und drückt die rechte Falltaste. Ihr werdet schon merken, dass auf einmal die Lichter von eurem Auto angehen. Aber ihr werdet nicht beitreten. Ist auch ein bisschen laggy. Ihr seht auch unten dieses kleine Handyzeichen, dass das Ganze halt aufflackert. Jetzt steigt euer Freund aus und steigt wieder ein. Ihr werdet schon wieder merken, dass eure Lichter vom Auto wieder ausgehen. Aus mysteriöse Weise. Daran erkennt ihr auch, dass es alles funktioniert. Jetzt fahrt ihr zur Garage und betritt das Parkhaus. Ganz wichtig, das Parkhaus und nicht eure Garage. Wenn alles soweit funktioniert, müsstet ihr jetzt ein gefreezten Bild haben vom Casino. Es passiert nichts, ihr seht das Casino, es bewegt sich auch ein kleines bisschen, aber ihr seid da drin gefreezed. Für euren Freund seid ihr auf einmal unsichtbar im Auto. Jetzt müsst ihr auf euren Freund warten, denn euer Freund gibt euch Bescheid, sobald ihr wieder sichtbar seid im Auto.
Wenn euer Freund Bescheid gesagt hat, dass ihr wieder sichtbar seid im Auto, das kann ruhig eine Minute dauern, dann drückt ihr die PlayStation-Taste und diesmal sucht ihr einen aus, dem ihr beitreten könnt, der einen anderen Zielmodus habt. Das machen wir wieder wie folgt. Wir suchen jemanden raus, treten den bei, dann bekommen wir wieder die Meldung, ob wir sicher sind, dass wir beitreten wollen. Jetzt gehen wir nochmal auf die Beitrittsmeldung und diesmal müsste sich ja die Meldung geändert haben, ob wir sicher sein, dass wir den Zielmodus ändern wollen. Wenn diese Meldung kommt, dann habt ihr wieder jemanden gefunden, den ihr für diesen Glitch verwenden könnt. Das bricht ihr wieder ab und jetzt steigt euer Freund aus. Ihr werdet jetzt in die Garage reingezogen und jetzt müsst ihr ein bisschen schnell sein. Ihr müsst jetzt wieder zu einem Freund gehen, der GTA spielt und ihm beitreten. Die erste Meldung akzeptiert ihr, aber die zweite Meldung bricht ihr ab. Wenn alles funktioniert hat, habt ihr einen richtig verbuggten Ladescreen, der auch nicht mal wieder aufhört. Jetzt kommt wieder der Teil, wo euer Freund euch helfen muss. Euer Freund geht aufs Handy, geht auf schneller Job, geht auf Aktivitäten, geht auf Golf oder Darts und geht dann auf alleine beitreten. Beim ersten Mal wird er eine Fehlermeldung bekommen, dass dieser Job nicht verfügbar sei. Die bestätigt ihr einfach und macht es einfach direkt nochmal. Er geht wieder auf schneller Job, auf Aktivitäten, auf Golf, alleine beitreten und bestätigt, dass er beitreten möchte. Dann sollte es funktionieren. Und er gibt euch diesmal Bescheid, wenn ihr in einer Sitzung seid. Wenn da unten steht, Lobby wird gefüllt. Golf 1 von 4, 2 von 4, ist egal. Aber es muss auf jeden Fall sein, dass ihr in einer Sitzung seid. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist euer Freund in einer Sitzung, könnt ihr eurem Freund beitreten. Und deswegen ist es auch so wichtig gewesen, dass ihr in einer Einladungssitzung seid. Denn ihr tritt eurem Freund bei, bestätigt, dass ihr dem beitreten wollt, kriegt aber eine Fehlermeldung, dass ihr in einer Sitzung seid, nur mit Einladung und dass ihr diese Sitzung nicht beitreten könnt ohne eine Einladung. Wenn alles geklappt hat, werdet ihr vorm Casino spawnen. Jetzt bestellt ihr über Interaktionsmenü euren MOC wieder zu euch, weil in diesem Schritt ist er einfach wieder zurück ins Lager gestellt worden. Aber ist nicht schlimm, ihr bestellt ihn einfach nochmal wieder. Aber achtet darauf, dass er am Parkplatz spawnt und nicht irgendwo anders. Deswegen macht es genauso wie ich. Schaut zum hinteren Parkplatz, dass er da auf jeden Fall nicht spawnt, sondern auf dem Parkplatz vom Casino spawnt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ist der MOC da gespawnt, lauft ihr zum MOC hin und mit eurem Freund auch. Beziehungsweise gibt eurem Freund Bescheid, dass er auch zum MOC laufen soll. Falls ihr keinen blauen Kreis beim MOC seht, dann müsst ihr ein bisschen die Lage freiräumen. Sprich, ihr nehmt diese Atomizer-Pistole und schießt die ganzen Autos mal zur Seite, denn dann ist einfach zu viel vollgestellt in der Umgebung. Und ihr seht auch, nachdem ich die Autos alle weggeschossen habe, ist der blaue Kreis wieder sichtbar. Euer Freund stellt euch jetzt zum MOC und lehnt sich dagegen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er sich dagegen lehnt. Hat er sich dagegen gelehnt, geht er zum MOC, geht in den blauen Kreis und geht auf alleine beitreten. Wenn alles funktioniert, habt ihr wieder einen endlosen Blackscreen. Habt ihr einen endlosen Blackscreen, drückt ihr wieder die PlayStation-Taste und sucht euch wieder jemanden raus, der einen anderen Zielmodus habt. Sprich, ich suche wieder einen raus, gehe auf Beitreten, dann sollte die erste Meldung kommen, ob ihr sicher sein wollt, dass ihr dem beitreten wollt, dann geht ihr nochmal auf die Beitrittseinladung so gesehen und dann müsst ihr wieder die zweite Meldung kommen, dass ihr einen anderen Zielmodus habt. Wenn diese Meldung kommt, dann habt ihr wieder einen gefunden, den ihr wieder für diesen Glitch verwenden könnt. Gut, jetzt bricht ihr wieder ab und drückt diesmal nochmal beitreten und bestätigt diesmal die erste Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr dem beitreten wollt und bricht die zweite Meldung, ob ihr euren Zielmodus ändern wollt, ab. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr werdet diesmal vor eurem MOC spawnen und diesmal unsichtbar. Jawohl, ihr seid unsichtbar. Jetzt lauft ihr zum Fahrzeug von eurem Freund und steigt ein. Und wenn ihr den Glitch soweit alles richtig gemacht habt, werdet ihr ins MOC reingezogen und das Auto gehört euch. Wie geil ist das denn? Und das war's von diesem Glitch auch schon. Das Auto gehört jetzt euch, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. In meinem Fall habe ich ein Auto mir rübergezogen, was ziemlich krass gemoddet ist. Ich meine, wo hinten alles unsichtbar ist, ist doch voll geil. Aber ihr könnt genauso gut auch vom Freund ein Auto euch rüberglitchen, was ihr verkaufen möchtet, um ein bisschen Kohle zu machen, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe. Auf jeden Fall zeige ich euch nochmal, dass es wirklich das gleiche Auto ist. Ich fahre gerade raus, stelle es neben das andere Auto und ihr werdet sehen, dass das Kennzeichen 1:1 dasselbe ist. Und das Beste an diesem Glitch ist, ihr könnt diesen Glitch auch direkt wiederholen. Ihr müsst einfach nur kurz umparken, wieder ein Auto ins MOC reinstellen, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Und ab dem Schritt weitermachen, wo euer Freund in diesen Modus gekommen ist, wo ihr ihn töten musstet. Nach diesem Schritt könnt ihr alles wiederholen und dann könnt ihr euch einfach ein neues Auto glitchen. Das war ein bisschen tricky, der Glitch, aber generell auch ganz einfach. Ihr könnt mal in die Kommentare hauen, wie ihr diesen Glitch findet und ob er bei euch funktioniert. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet und vielleicht sogar ein kostenloses Abo. Ich bin auf jeden Fall mal raus, Leute. Macht's gut, euer Wombat. Ciao.